Schwabbeltritt rein. Wenn ich es alleine mache, dann reicht es gerade für einen Pferdeschwanz. Ja, zum Bauchspann. Was steht jetzt an? Also ich gucke mir jetzt meine weißen Klamotten an, möglichst spät, damit sie noch weiß bleiben. Und dann reißt der Friedrich die Cookie ab und dann geht es eigentlich auch schon los. Das wird dann mit erstes Pferd. Bist du aufgeregt? Ja, ich habe ein bisschen Sorge mit dem Viereck und den Lautsprechern. Und dann? Alles von diesem Wetter. Mara, sprich. Soll ich die nochmal aufmachen dann? Ja, dann hat sie die aufgemacht und einfach so ganz normal das rumgewickelt. Das ist hier nicht ganz am Ende. Noch gar nichts mit den Haaren fixiert. Ich sag ja nur. Jetzt ist das schon Duttkissen drüber, also das Ding drüber. Welches? Deine Mutter hat da gerade das Netz drüber gezogen. Mhm. Gestern hat das jemand von so einem Stand richtig gut hingekriegt. Wir sind irgendwie so semi-talentiert. Oh, es geht. Siehst du? Die Mara ist jetzt soweit ready to rumble sozusagen und der Frederik reitet schon Pony Cookie ab. Jetzt geht's rüber zur Halle. Ja. Und dann geht die Show los. Ist auch gleich, bis die fertig mit Ankleiden sind. Ich versuche die Füße zu heben. Sehr schön. Oh. Hi, Pan. Nochmal hier 0,6 an der langen Seite. Alles okay? Ja, locker? Locker. Lockig? Lockig noch nicht. Mara hat jetzt ungefähr noch eine halbe Stunde Zeit, bis sie dran ist mit ihrer Kür. Und jetzt hat ihr Bruder ja gerade abgeritten. Jetzt hat sie sich schon mal draufgesetzt und reitet ihr Pony auch ein bisschen warm und locker. Versuchen sich jetzt so ein bisschen einzuspielen, die beiden. Erste Trab hatte ich ein bisschen Schiss noch, aber dann hat sie auch abgeschnappt und war das Latte.